mit einer Eisschraube. Das ist ein schöner Wind. Jetzt muss nur noch das Eis mitspielen. Für die Tini reicht. Also ich glaube, das ist ein Fuß. Hast du die Boje gecheckt, ha? So. Okay, das ist dick. Sehr dick. Ah, jetzt bin ich durch. So, also so viel Eis haben wir, das sind 15 cm. Da könnte ich wahrscheinlich sogar mit dem Auto drüber fahren. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. So, wenn wir den aufbauen, ein bisschen Schnee. So. Hier rein. Also, wenn ich schaffe, ist sogar am See praktisch. Nantini. So, schon die Skier anziehen. So, Ski auf Fahren stellen. So. Hoppala. Jetzt hat es ja die letzten zwei Wochen immer so minus 10 Grad und so gehabt. Aber in zwei Tagen soll es schon 18 Grad bekommen. Auf den Bergen hier liegt noch jede Menge Schnee. So. Ja, ready to take off. Yippie! Ich hab gedacht, die größere Zeit. Ich hab gedacht, das war mehr gut. So, jetzt sind wir wieder beim vermeintlichen Fuß. Der Kälte gibt es immer offene Stellen. Tini, dreh mal um, das ist der ganz nass. Komm, Tini, nicht einbrechen. Yeah. Das ist ja... Ah je, da ist viel weniger Wind wie gedacht. Zurück. Ja, auch
wenn es wenig Wind ist, ist es ein schöner Rohrwind. Keine Blumen. Martini, packen wir es wieder. Ne? Na Masi, was ist das? Hä? Was ist das für ein komisches Männchen? Thank you.
Richtungswechsel. Schmerzen.
irgendwas. Und die Skischuhe noch weiter aufmachen. Was ist, Tini? Starte! Ich bleib nicht weg. Jetzt ist wenig Wind. So wenig Wind. Härchen tun die Füße weh. Ja. Ah. Ein Nasenbussi. Zilli. Tinnili. Ein Nasenbussi für dich. Die dicken Socken ausziehen, dann hoffe ich, dass mir die Skischuhe ein bisschen besser passen. Dass die dann nicht mehr so wehtun. Das ist ein bisschen lästig. Das wehtut.
drücken die Schuhe, gell, Mausi, weil du hast gar keine Schuhe an. Das ist natürlich praktisch. Autschi, autschi, autschi. Tini, kannst froh sein, dass du nicht solche Folterinstrumente an den Füßen hast. Scheiße. So.
Arsch noch, gell? Jetzt geht die Sonne bald unter.
dem Eis. Perfekt. Flatschi, blatschi. Gut. Na Tini, sind wir fertig, sind wir nach Haus. Fleißig bist du gelaufen. Kleine Süße. Ah, ein Hunzi, schau. Ein Spielkamerad. So. Ah, mein Arm. Oh. So, und jetzt wird gefaltet. Und zwar idealerweise auf die Breite der Bar. Ja, und schon ist der 9 Quadratmeter Schirm ein kleines Päckchen. Ja, Masi. Ja. Oh, süß, süß, süß. So süß. Na, wo ist der Frisbee? Hopp, hol ihn dir. Gute Wahl. Da liegen ja mehrere Frisbees drin. Gib her. Na, gib. Tini, schnell. 1, 2, 3. Gib. Du willst ja gar nicht spielen, du willst ihn nur zerbeißen. Du, Schnuckel, na gib, schnell. Na schnell. 1, 2, 3.
So, Tini, wir sind zu Hause. Schnuckili. Und war das gut? Mal was anderes, nicht immer im Wald laufen, gell? Mein Kuscheltier. Das Kuscheltier. Kleine Süße. Ui. Ui. Meine sportliche. Und schütteln. Oh, Tini, du bist ganz gatschig hinten. Ich glaube, da hast du dir ein Ticket für die Dusche erworben, verdient. Hm? Schatzi, gehen wir dann duschen? Nee, nur die Füße. Ja, die Füße werden wir abspritzen in der Dusche. Na gut, geh mal rauf. Zunge rausstrecken. Bäh. Gut. Und jetzt. Gut. Und wieder Zunge. Bäh. Ein bisschen weiter.